Ein Waldfrüchte-Stout. Wir machten sowas. Es sind Holländer und die stelle ich euch jetzt vor bei ProbierTV. Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Es geht ja mit großen Schritten auf Weihnachten zu und ja, die Mahlzeiten werden immer opulenter. Es gibt immer mehr zu essen und ich glaube, es gibt den einen oder anderen, der sagt, ah, Nachspeise, Dessert, das lasse ich heute aus, wäre mir jetzt zu viel, aber er hat vielleicht noch Lust auf ein Bier. Und vielleicht passt das heutige Bier genau in diese Lücke rein. Forest Fruit Stout von Brewery Emelis aus Holland. Und steht drauf, Dutch Craft Beer Brewery Emelis Forest Fruit Stout. 5,5 Volumenprozent Alkohol. Ich habe mal geschaut, es liegt irgendwo bei 16 Grad Plato und 40 Bittereinheiten sind versprochen worden. Ich habe versucht, ein bisschen über das Bier rauszufinden, weil so die erste Assoziation Forest Fruit Stout war bei mir Schwarzwälder Kirschtorte. Ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin. Röstmalzige Schokoladennoten hätte ich jetzt beim Stout gesucht. Und eben diese Waldfrüchte, wobei Kirsche ist ja, glaube ich, eher in der Schwarzwälder Kirschtorte drin. Och, deswegen heißt es ja Kirschtorte. Aber es war irgendwie so, die erste Assoziation war, das muss so irgendwie in die Richtung Schwarzwälder Kirschtorte gehen. Und ich bin sehr gespannt, ob meine Erwartungen befriedigt bzw. bestätigt werden. Wir schauen uns das Ganze an, werfen noch einen Blick auf die Bottle Cap und dann gehen wir das Ganze einfach mal an und schenken uns das Glas ein. Haben eine, ja, das kann man jetzt schon erkennen, schöne bräunliche, dunkelbraune Farbe, schönen haselnussbraunen, kaffeebraunen Schaum obendrauf, haftet auch schön am Glas, recht intensiv, zwei Finger breit, hier mindestens im Teku-Glas und ja, ob das Bier filtriert ist oder nicht, kann man schwer erkennen. Ich würde auch mal sagen, es macht eher einen glanzfeinen Eindruck, obwohl man, wie gesagt, relativ wenig durchsehen kann. Ja. Ja, man wird ein bisschen bestätigt. Es ist tatsächlich schöne Röstaromen in der Nase. Ganz, ganz wenig Kaffee, Schokolade, Kakao. Aber dann eben auch so dunkle Früchte, eben als diese Waldbeeren. Da wird einem nicht zu viel versprochen. So ein bisschen Brombeere, schwarze Johannisbeere. Ja, vielleicht auch ein bisschen Kirsche, so Sauerkirsche. Sehr spannendes Bier. Also ich bin sehr gespannt, was da jetzt gleich auch im Trunk auf mich wartet. In diesem Sinne, cheers. Aha. Es ist vom Trunk her, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist jetzt leichter als erwartet. Ich hätte jetzt da ein sehr voluminöses, volles, kräftiges Bier erwartet, aber es ist tatsächlich ein gut trinkbares Stout. Mit allem, was dazugehört, schöne Röstnoten, ganz wenig Kaffee, ist aber auch da so eine leichte Espresso-Note. Aber es ist dann eher so in diese Richtung Lakritz, Bitterschokolade, Kakao ist mit drin. Aber hat auch eine gewisse Süße, über die Lakritz zum Beispiel. Also es ist doch eher ein süßeres Bier, wobei die Süße eben keine klebrige, vordergründige Süße ist, sondern sehr schön eingebunden und dann eben auch Frucht mit dabei. Und ich habe vorhin auf die Flasche geschaut. Es ist irgendein Hinweis auf Frucht, die da drin ist, aber weder welche Frucht das gewesen ist, noch sonst irgendwas. Also ein bisschen schade, hätte mich schon interessiert, was da tatsächlich für Frucht reingekommen wäre. Aber und ich liege dann tatsächlich nicht falsch. Es ist jetzt nicht so dieses Rumtopf, Gefühl, sondern es ist tatsächlich eher Schwarzwälder Kirschtorte. Und es ist tatsächlich das, was ich anfänglich gesagt habe. Und das war jetzt eher so dahingesagt am Anfang. Aber es ist, glaube ich, wirklich das, wo man sagen kann, das ist ein schönes Dessertbier, ohne jetzt süß zu sein, ohne so richtig schwer zu sein, ohne hochalkoholisch zu sein. 5,5 Volumenprozent, das ist ja, jetzt kein schweres Bier und hat eine
Schöne Kohlensäure, das habt ihr ja selber gesehen. Schöne cremige Schaum, auch cremige Textur. Minimalst ölig, vielleicht nur schöner mittlerer Körper. Und was überraschenderweise halt eher hängen bleibt, ist eigentlich so ein bisschen die Fruchtigkeit hinten raus im Nachtrunk. Und ganz leicht so ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr bittere. 40 Bittereinheiten, hatte ich ja gesagt, sind angegeben, finde ich aber auch über die Süße sehr stark abgefangen. Ist jetzt also nicht so, dass ich sagen würde, jemand, der schon bei einem klassischen Pilz sich die Haare aufstellt, der kann das Bier nicht trinken, sondern ich glaube, das ist sehr gut eingebaut. Und also bittere ist jetzt nicht so das vorwiegend kritische Thema bei dem Bier. Auch so eine schöne, angenehme, fruchtige Säure, die damit schwingt, ist wirklich ein spannendes Bier. Und hätte ich jetzt, ich habe viel Blödsinn vorher drüber geredet, aber es ist tatsächlich, glaube ich, genau das Bier, was man trinkt als Dessertbier, wenn man kein Dessertbier haben will. Und deshalb gibt es von ProbierTV für dieses Bier tatsächlich 4,5 Punkte. Für das Forest Fruit Stout von Brewery Emelis finde ich ein sensationelles Bier. Und werde mir da, glaube ich, so die eine oder andere Flasche tatsächlich mal selber in Reichweite stellen. Es hat jetzt ein MHD vom 6.12.2020, also sattes Jahr. Da kann man tatsächlich mal die Gelegenheiten abwarten, beziehungsweise, naja, von 5,5, das ist noch nicht so, dass man es tatsächlich auch lagern kann, aber für ein Jahr, da geht also sicher einiges. Dann sage ich an dieser Stelle, danke fürs Zuschauen, lasst ein Abo da und ich wünsche euch jetzt schon ruhige Weihnachtsfeiertage. ProbierTV wird euch auch durch die Weihnachtszeit begleiten. Ich habe mir vorgenommen, diesmal keine Weihnachtspause zu machen, sondern ich habe so viel Bier noch da. Da werden wir uns auch die nächsten Tage noch fleißig sehen. Auf jeden Fall, jedenfalls bis zum 24. Danke fürs Zuschauen, wie gesagt. Und morgen sehen wir uns schon wieder beim nächsten Bier hier bei ProbierTV. Bis dann. Tschüss, Baba, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.